Hallo liebe Krebse, herzlich willkommen zu einer kleinen Reihe von Sternzeichenlegungen aus gegebenem Anlass der Zeit jetzt gerade um Samhain aller Heiligen, aller Seelen. Ja, wir wollen mal schauen, was die Engel ahnen und Heiligen und ja, die dir so zur Seite stehen, worauf die ganz besonders aufmerksam machen wollen, jetzt gerade, was jetzt vielleicht auch wichtig ist, zu beachten. Ja, und wir lassen uns ein Stichwort geben. Für die Krebse. Natürlich eine allgemeine, kollektive Legung, denkt es. Aha. Da. Ja, und da haben wir zum einen den heiligen Martin Caballero, ja, mit Spiritual Pilgrimage, mit der spirituellen Wanderschaft, Reise, ja, Pilgerweg. Ja, es scheint dir sehr um deinen eigenen spirituellen Weg zu gehen. Ja, wundert jetzt zu dieser Zeit gerade nicht. Es wird sehr intensiv darauf aufmerksam gemacht. Es ist, geht um die tiefsten Tiefen. Ja. Und ja, entweder darfst du hier einen besonderen Abschnitt jetzt deines spirituellen Weges antreten oder ihn überhaupt antreten, deinen spirituellen Weg, ja, so wie das, ja, vielleicht oder vielleicht so ähnlich wie Martin das ja auch getan hat, ne? Zunächst war er ja Soldat und hat eher so gegen das Zusammenwirken mit der göttlichen geistigen Welt agiert, beziehungsweise ja, lag das fern. Und ja, ist er, ne, durch die Begegnung mit einem Bettler, einem Frierenden, hier in engste Berührung gekommen mit seiner, ja, spirituellen Pilgerschaft auf dieser Erde. Ja, hat ja seinen Mantel dann geteilt. Bald haben wir ja St. Martin am 11.11. Ja, von daher, vielleicht ist das auch nochmal ein wichtiger Zeitpunkt für dich, wo dir vielleicht auch vieles bewusst wird, ja, wo es für dich jetzt auch weitergeht, jetzt so grundsätzlich für dich persönlich, aber vielleicht dann auch beruflich, berufungsmäßig, ja. Ja, schauen wir doch mal in das Orakel der Weisheitsengel. Wo stehst du jetzt gerade damit? Interessant. Ja, und dann schauen wir noch, was ist da dran, die Herausforderung und was die Unterstützung deiner Ahnen oder was sehen sie als Herausforderung, welche Unterstützung geben sie? Ja, wo stehst du da jetzt gerade? Bei den drei der Kelchen. Ja, da bist du gerade in spiritueller, in seelischer Entwicklung. Ja, die drei der Kelche, sie zeigen durch die drei eine Entwicklung an, ja, eine Weiterentwicklung auf alle Fälle, eine Höherentwicklung. Und ja, mit den Kelchen ist natürlich vor allem die Spiritualität auch angezeigt, aber eben auch unsere Herzenskraft, die Liebe, die Seele, ja. Ja, bist du gerade bei ziemlich großer seelischer Weiterentwicklung. Oh nee, wartet mal kurz. Nee, die sind die drei der Luft. Schau mal. Ja, Entschuldigung, ich habe das jetzt hier missverstanden. Ja, also die drei der Schwerter sind das hier, aber natürlich auch eine Entwicklungskarte. Vielleicht geht es hier jetzt dann gerade in dem Sinne um Weiterentwicklung, dass du
hier jetzt auch nochmal zur Herzensweisheit, Herzensklarheit findest, vielleicht auch gerade so ein bisschen Kummer hast, dass du nicht so recht weißt, ne, wie es für dich weitergeht oder vielleicht auch mit Spiritualität jetzt gerade noch nicht so viel anfangen kannst oder ja, dass du deine Fragen hast, nach Klarheit suchst. Ja. Und ja, auch deinen Weg suchst, ja. Es geht ja um die Reise, um die Pilgerschaft, ne? Also das Unterwegssein mit in spiritueller Weise, ja, mit dem auch, was dir ganz entspricht. Ja, schon auch im Zusammenwirken mit der göttlichen geistigen Welt. Aber ja, so, dass du deine eigene Klarheit da auch findest. Ne? Ja, vielleicht darfst du hier auch so ein Stück weit nochmal Vergangenheit loslassen gerade. Oder bist schon auch dabei, bist auch in einem Heilungsprozess dabei, in einer ja, Selbstfindung, Findung deines Weges, Orientierungssuche und im persönlichen Wachstum. Aber es ist eben gerade auch noch sehr herausfordernd. Ja. Ja. Vielleicht eben auch, weil es in der Vergangenheit nicht so lief, wie du das wolltest. Vielleicht hast du da auch gerade in Sachen Spiritualität bzw. Glaube, ja, Glaubenssätze, auch Enttäuschungen erlebt, ne? Kummer. Nicht nur in Glaubenssätzen, sondern vielleicht auch in Glaubensgemeinschaften, ja. 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 Was ist jetzt die Herausforderung jetzt? Ja, hier wirklich, das ist jetzt echt spannend, oder? Also die ist ja, hat sich gezeigt von selbst. Die habe ich gezogen, denn von einer ganz anderen Stelle. Das sind jetzt die vier der Luft, also die vier der Schwerter. Das ist so die Herausforderung, ne? Die Challenge, wirklich jetzt in Vertrauen zu gehen, in ja, Vertrauen hin zur göttlichen geistigen Welt. So ein bisschen Rückzug vielleicht auch, in Meditation vielleicht auch tatsächlich, ne? Aber hier in, ja, in auf Empfang zu gehen, auf Empfang für die Klarheit, die zu dir kommen möchte, ne? Und die möchte auf alle Fälle, ja. So, dass du ja, inneren Frieden da auch findest, ne? Ja, vielleicht ist es dazu nötig, hier tatsächlich so ein bisschen die Rüstung abzulegen, ne? Vorbehalte abzulegen, ja, vielleicht auch so ein bisschen das Kämpferische, ne? Ja, um klar, zum einen um Klarheit zu ringen, das darf vielleicht so ein Stück weit zurücktreten und auf der anderen Seite mit deinem Weg, ja, mit deiner Pilgerreise, ja, eben deiner spirituellen Entwicklung, dazu sehr in Aktivität zu gehen, ins Kämpfen, ins Ringen, ja. Ja, entledige dich. Oder vielleicht auch, ne, so einen Schutzpanzer so ein Stück weit auch abzulegen, ne, wirklich immer auf Empfang zu gehen, was da wirklich zu dir kommen möchte an Klarheit und Wahrheit, ne, an Frieden auch, an Stärkung, an Wegweisung, ja. Ja, es ist halt gerade auch eine Zeitqualität, ne, ja, wo viele ins Erwachen kommen, in bewussteres Leben, in Erkennen der Zusammenhänge, in denen wir leben und ja, auch dass gerade eben das Licht wirklich ankommt. Ne? Es wird einfach gerade extrem offensichtlich, ne? Der Kontrast zwischen Licht und Dunkel. Also mehr noch oder mal wieder extrem und diesmal aber wirklich auch mit so großer Antriebskraft dahingehend, dass Menschen einfach auch Sehnsucht nach Licht haben, nach Wohlergehen, ja, nach Heilung.
nach guter Entwicklung. Ja, dass das immer stärker wird. Ja, was bekommst du hier als Unterstützung? Ja, bleib da aber dran, ja. Ja, also geh hier auf Empfang, trete mal einen Schritt zurück, ja, nimm dir auch Zeit. Gerade wenn du auch gezielt nach Wegweisung suchst, nach Orientierung, wie es weitergehen kann für dich auf deinem spirituellen Weg, ja, dann geh auch auf Empfang. Denn wenn wir nicht auf Empfang gehen, dann kann auch nichts zu uns kommen. Ne? Wenn wir immer nur in Aktivität sind, beim Ackern, beim Machen, beim Kämpfen, beim Tun, ja, also beim Geben einfach auch, ne? Wie soll dann etwas bei uns ankommen? Ja, von daher. Die Unterstützung, ja. Es ist echt genial, oder? Die Unterstützung ist, dass du ein Schwert dazu bekommst, das Ass der Schwerter. Dass du deine Herausforderung sozusagen meisterst. Guck mal. Die Unterstützung ist, dass du dieses eine Schwert dazu bekommst. Ist das nicht genial? Dass du deine Klarheit und Wahrheit erkennst, dass du ja hier vielleicht auch eine wundervolle Idee bekommst, einen Impuls, eine Klarheit, wie es weitergeht, ja, auch die Entschiedenheit dazu, ja, die dich ja dann auch Richtung Erfolg führt, ne? Vielleicht gerade auch, wenn du ins Gebet gehst. Ja, oder Meditation. Mach das. Also gerade wenn dir das wirklich am Herzen liegt, hier Klarheit zu finden, du wirst es da geschenkt bekommen. Ja. Genial. Wo geht's damit hin? In Balance. Die Mäßigkeit haben wir hier. Ja, genial. Und bei der Mäßigkeitskarte, also da kommen deine Temperamente, ne, in Balance, in Ausgewogenheit, in ja, in Fluss, ne? Also, ja, kommt einfach Lebendigkeit herein. Auch Genesung mit deinem eigenen Weg, ja, mit deinem eigenen spirituellen Weg tatsächlich, ne? Ja, vielleicht auch, dass du dann Unterstützer auch dabei finden, mindestens die göttliche geistige Welt, was du hier als Unterstützung einfach auch wahrnehmen. Erkennen, ja. Und bei der Balancekarte oder Mäßigkeitskarte haben wir immer Erzengel Uriel angezeigt als Engel, der ja das Licht Gottes ist, die Klarheit und das Bewusstsein bringt, ne? Ja, und bringt natürlich auch Geduld mit, die nötige Geduld für alle Entwicklungen, die anstehen. Ja, genial. Ja, Engel und Ahnen, was gibt es hier noch für einen Tipp? Das sehe ich da mal. Ups, salalala. Oh, da haben wir zwei. Zum einen den Sage, den Weisen. Be devoted and committed. Ja, hier. Ne? Leg die Rüstung ab. Ne? Sei demütig, ne? Also komm raus aus dem Drängen und dem Machen und Kämpfen, dem Ringen, wodurch auch immer, ne, dieses Ringen bei dir zustande kommt, sondern hier ist dieses Demütige oder Ergebene einfach auch in die Richtung gemeint, ne? Sei empfangsbereit. Ne? Es kommt ja alles zu an Klarheit und Weisheit, an Wegweisung, an Inspiration. Ja, lass einfach auch das Licht zu dir kommen. Ne? Göttliche, geistige Welt wird sich ausdrücken. Ja, und sei natürlich committed. Ja, sei verbindlich zu dem hin. Vielleicht ist das bisher der eigentliche Leidverursacher auch mit gewesen, ja, dass du nicht mit Herzen dabei gewesen bist oder ja, zu sehr auch im eigenen Denken, Verstehen,
Wollen und ja, eben der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Ja, von daher lass ihn dir dienen. Ne? Und ja, regiere du von Herzen. Ne? Dann haben wir hier noch ein Pärchen sozusagen. Ja, also du darfst in dir einfach auch, ne, in Balance kommen. The wise one, die Weise. Grow within your current situation. Ja, wachse, ne, in deiner aktuell herausfordernden Situation eben auch. Aber ja, sei einfach da auch bereit zu wachsen. Ja, bleib geduldig. Du wirst wachsen. Ja, das sagt es auch. Du bist im Wachstum. Ja, aber ja, geh hier ein Stück weit mehr auf Empfang. Ja, bleib gelassen, geduldig. Es wird sich alles zeigen. Ja, und vielleicht ist das ja auch noch eine wundervolle Unterstützung. She-Wolf. Unleash the wild within, ja, entfessle das Wilde in dir, ja, vielleicht darfst du hier ein Stück weit auch, ne, eben aus Beherrschung rauskommen, aus Angst auch vor dem, was an Potenzial in dir liegt oder wo es vielleicht auch hingehen könnte mit deiner Pilgerreise, ja, hab keine Sorge, es ist dir als eine Gabe, die du bewältigen kannst, mitgegeben, ja, und du bist dabei geführt, geschützt, gesegnet. Es ist für dich wichtig, für andere. Ja, du bist damit ein wichtiger Teil in der Welt, ja, ein wichtiger Lichterteil. Von daher bleib da auch im Vertrauen und lass hier einfach auch so ein Stück weit fließen, ne? Und all das, was notwendig ist, zu dir kommen. Ja. Schauen wir noch, welche Engelbotschaft begleitet dich da? Welcher Segen? Welchen Segen geben dir die Engel und Ahnen mit? A blessing for a fresh start. Ja. Den Segen auf einen frischen neuen Start. Und hier haben wir die Triskele dabei, ein hohes Schutzsymbol eben auch. Ne? Ja, auch wenn vielleicht auch gerade mal irgendwas nicht gelungen ist, es könnte sein, dass du zu sehr dann im Kopf gewesen bist, mit Kopfenergie agiert hast. Ja, vielleicht darfst du da wirklich einfach mal loslassen und beziehungsweise auch noch mal neu ansetzen. Ne? Wir sind hier. Um hier anzukommen, darfst du hier nochmal neu starten und diesmal vertrauensvoll starten, ja? A blessing on a friendship. Hier haben wir wieder die 14. Und das Einhorn, ja? Das macht sehr darauf aufmerksam, dass wir uns selbst ein guter Freund sein dürfen. Ja? Und eben ja, die lichte göttliche Welt und Engel und Ahnen, ja, die uns da zur Seite stehen wollen, als wundervolle Begleiter ansehen dürfen, annehmen dürfen, die uns zur Entfaltung unserer Einzigartigkeit, denn darauf macht das Einhorn aufmerksam, unterstützen wollen. Ja? Das Einhorn ist ein Hinweis auf deine eigene Magie, ja? Auf deine eigene Besonderheit, mit der du hier ja, vorankommen darfst, Ausdruck finden darfst. Aber ja, da so ein Stück weit mehr auch im Vertrauen gehen solltest, ne? So wie das aussieht hier. Ja, ich wünsche dir gutes Gelingen dafür. Ja, gute, vertrauensvolle Zeit und Nutzen dieser wundervollen Klarheit und ja, sich beschenken lassen auch. Ne? Alles Liebe und bis bald, deine Tara von Tarot Rainbow.